Shalom, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded in 4K. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Refolded, was ist das? Refolded ist eine Paper Mario The Origami King Fanmod, die dem Spiel wieder diesen typischen Charme der alten Paper Marios gibt und das Spiel gleichzeitig noch eigentlich viel zu schwer macht. Und wir sind hier vor dem Gebäude, in dem die blaue Luftschlange führt. Mal gucken, ob wir diese heute schon befreien können und wir starten jetzt rein. Shogun-Landschlüssel, den wir von Luigi in der letzten Folge bekommen haben. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, da oben auf dem i auf jeden Fall abchecken, war sehr cool. Es hat sich wirklich geöffnet. Das ist wirklich der König aller Schlüssel im Shogun-Land. Super toll. Jedenfalls können wir jetzt die anderen Toads retten und uns um die Luftschlange kümmern. Oh ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob es so einfach werden wird, Tantchen. Keine Ahnung. We will see. Ich bin schon wieder so gehypt auf heute. War vielleicht nicht so gut. Aber wie kommen wir da jetzt weiter? Wow, da waren ja so viele Bösewichte. Ich sag Bösewichte, weil ich bin ein Boomer. Zu viele Bösewichte. Wir kommen da nicht, wir können da nicht so einfach reinspazieren. Die Fallschergen und die Höhlköpfe würden sofort über uns herfallen. Wir brauchen eine Verkleidung. Ja, der Goomba ist ja ein Gegner. Da jetzt als Donkey Kong rumzusteppen, weiß ich nicht. Vielleicht nicht ganz so smart. Ich habe das Gefühl, dass meine Facecam heute so dunkel ist. Nee, das ist der falsche Knopf. Der hier. Nee, der ändert nichts. Das könnte klappen. Ich falle überhaupt nicht auf, weil ich nur halb so groß bin wie die da. Okay. Bin gar nicht da. Okay, haben wir. Das war stressig tatsächlich. Okay. Oh, das war ganz schön stressig. Ich kann kaum glauben, dass wir das überstanden haben. Tantchen, geht's dir gut? Warum drehst du dich denn weg? Weil jedes Mal, wenn ich diese total schräge Maske sehe, kippe ich von oben vor Lachen. Mario, nimm sie schnell ab. Ist das so ein Running Gag, dass Olivia diese Mütze, ich wollte sagen Mütze, das ist eine Mütze. Das ist eine Mütze, die ist unten, gibt sie verlinkt, falls ihr die auch haben wollt. Aber das ist ein Goomba-Kopf, keine Mütze. Lost. So, genau, wir suchen gefangen gehaltene Toads. Habe ich das erwähnt? Oh, wir können hier... Nein, nein, das können wir nicht machen. So, erstmal bezahlen und dann hier lang schön in der Warteschlange. Dann vielleicht noch die Kasse ausrauben. Und was steht hier? Heutige Prämie. Freie Plätze, wenige Beginn. Jetzt gleich. Okay, okay. Werte Gäste des Shogun-Theaters, wenn ich um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte, unsere heutige Prämie beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Plätzen und ziehen Sie das Ganze nicht unnötig in die Länge. Eine Prämie hier jetzt? Ich weiß, wir sind hier, um die Toads zu retten und die Luftschlange zu lösen. Aber wir könnten ja auch einfach so eine Prämie machen. Das klingt schon glamourös. Ja, mal gucken, was uns erwartet, nicht? Man ist ja immer... Ah, guck mal, die ganzen Toads sind hier. Die schauen sich auch die Show an. Was ist mit dem Typen da drüben los? Oh, es ist dunkel. Wir machen mich auch dunkel. Das sieht wack aus. Wait. Letzter Auftritt für die spannungsgeladene Show. Gibt es noch 3 Sitze in der ersten Reihe? Wir wissen, dass der Platz begrenzt ist, aber... Okay, die sind freiwillig so. Okay, ich dachte... okay. Da vorne sind doch noch 3 frei. Ich in die Mitte, die goldene Mitte. Natürlich. Da, wo ich auch hingehöre. XD, Leute, Raffel, Hand an Hand. Hui, ich kann es überhaupt kaum und gar nicht erwarten, zu sehen, was für eine coole Show das wird. Das bestimmt was mit Samurai, Shogun, Ninja, Hoya, Uwu, Hai. Diese Show wird einwandfrei. Was bitte? Tantchen, die Vorführung beginnt doch jetzt. Oh, tut mir leid, es ist so still hier. Moment mal, warum ist es so still hier? Sind Toads normalerweise nicht lauter? Die fangen jetzt an zu schreien, wenn ich nach hinten gucke und vorher nicht. Es sind ja alle an ihren Sitzen festgebunden. Das sieht sehr unbequem aus. Das Publikum ist wortwörtlich gefesselt. Ich bin heute schon wieder so lustig. Lasst mal ein Abo da. Aber womit? Für Seile sieht mir das zu elastisch aus. Ja, es sieht aus wie Gummi, obviously. Sehr verehrtes Publikum, liebe Geisel. Imagine, ihr werdet... Ach, egal. Hier ist noch ein letzter Hinweis für so Spezialgäste. Folgende Dinge sind während der Aufführung strengstens untersagt. Essen, trinken, Fotos mit Blitzlicht und Öffnen des Menübildschirms. Das geht wirklich gar nicht. Entschuldigung, ist ja gut. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese ganz besondere Show. Ja, genießen wir doch mal gemeinsam, Guys.
Bam! Ein trockener Wind weht durch eine verschlafene Präriestadt. Die Menschen hier leben einfach, doch sie leben auch in Angst. Baba! Wie cool ist das denn? Ob sich dieser garstige Bandit heute etwas zufrieden zeigt? Hoffentlich bleibt uns das erspart. Er ist ja so ein Unruhestifter. Keine Ninja? Kein Shogun? Rennt, rennt, rennt euch in die Berge überall hin, rettet euch. Der Bandit wurde gesichtet und ich habe vergessen, meinen Text lesen zu können. Ich bin's, der große Gumbo. Gebt mir euer Gold oder es wird bös für euch enden. Hey, das sieht ja echt klasse aus. Dieser Bandit meint es ernst. Ach, wir sind gewiss verloren. Ist denn kein Gesetzeshüter unter uns, der es mit uns ausnimmt? Es ist so ein interaktives Ding. Ich erinnere mich, ja. Es ist schon wieder so lange her, Geist, aber ich erinnere mich tatsächlich. Was nicht heißt, dass ich weiß, was kommt. Bist du der Sheriff dieser Stadt und stellst dich mir entgegen? Ich bin total böse. Du hältst dich auch wohl für einen harten Kerl, was? Wir werden ja sehen. Das werden wir. Wir beide werden uns verlieren. Siehst du, Feuer, drücke A. Okay. Zu früh oder zu spät gedrückt, du verlierst und stirbst direkt tot. Einfach Mord, Totschlag, kaltblütig. Und wenn du A drückst bei Feuer, dann bin ich tot. Okay. Fertig. Feuer! Let's go easy. First try. Gar nichts kennt ihr mir. Ich als Red Dead Redemption Spieler, ja, bin auf sowas vorbereitet. Unser Held zog schneller und machte Konfetti aus den Banditen. Und so kehrte dank des geheimnisvollen Fremden wieder Frieden ein. Baba! Ja, sehr, sehr schön. Ich muss den Tod gleich anders synchronisieren. Mir tut jetzt schon mein Hals weh. Da hast du dich zu früh gefreut, Kollege. Der ist mir nicht so ganz geheuer. Denn jetzt kommt der wahre Gesetzeshüter. Du bekommst es... Was? Ich kann nicht lesen, aber bin ich eigentlich dumm? Denn jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Gesetzeshüter. Ich werde dir schon Manieren beibringen. Okay, wir sind konzentriert, Guys. Oh boy. Oh boy. Feuer! Da oben, da oben. In Windeseile besiegte der Held diese Banditen, Baba. Diese zwei Banditen werden den Frieden nicht mehr stören. Let's go. Brauchen wir so viele Schnipseln? Wir sind voll. Hä? Du willst es wohl noch mit mir aufnehmen, was? Ich bin es. Super Schniffo, die Diffo, der Sniffet. Meine Bande hast du ja besiegt. Doch kannst du es auch mit mir aufnehmen? Shio Sniffet. Können wir das, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir werden sehen. Ich bin bereit. Ich bin zu bereit. Feuer! Schnell wie der Blitz. Besiegte unser braver Held auch den Anführer. Und so ließ sich unser Held für immer den Frieden in der Präriestadt einkehren. Danke, bravo Gesetzeshüter. Danke, Mario. Wow, Baba, ich bin so glücklich, ich bin tot, Baba. Tut mir leid, Mario, wir sind ja noch nicht fertig. Setz dich lieber mal wieder auf deinen Platz. Ich würde ganz gerne noch das Zeug mitnehmen. Kann ich? Ist jetzt eine dumme Frage vielleicht. Okay, es ist wirklich nur ein Set. Man weiß ja, ich hätte auch sein können, dass du sowas wie... Dass das sowas Reales ist. Wer weiß, vielleicht hätte man da hinten hingehen können. Das wäre cool gewesen, hätte Nintendo was eingebaut. Das war wirklich toll, Onkel M. Können wir uns auch mal duellieren? Bitte, bitte. Warum hast du nie gesagt, dass du ein so großartiger Schauspieler bist, Mario? Ach, ich habe schon so vieles in meiner Vergangenheit gemacht. Frustrafaktor, die heilige Rüstung. Irgendwie war alles, was ich bisher gemacht habe, cringe, reden wir nicht drüber. So stand die Szene doch gar nicht im Skript. Die sollten Konfetti aus dir machen. Ha, für Impro-Theater hatte ich noch nie viel übrig.
Zeit für die nächste Bühne. Vorsicht, dass deine heldenhafte Fassade diesmal keinen Riss bekommt. Das ist lustig, weil alles ist aus Papier. Es ist, ich mag diesen Humor, es tut mir leid. Wir fahren uns zur nächsten Bühne. Bitte achten Sie darauf, Arme, Beine und Knie, Knicke zu vermeiden. Ah, krass. Ah, guck mal, wir sind jetzt auf Etage 1, hier. Und jetzt driven wir nach oben, I guess, auf Etage 2. Würde Sinn machen. Ja, guck mal. Okay, mit Stern. Hat's was mit Rosalina Lumas zu tun? Sieht so aus. Das ist ein Aufzug, perfekt. Da sind wir im 0,nichts bei der Luftschlange. Ich will doch schwer hoffen. Ich bin mir sicher, es wird sich vorher noch ein gewisser Herr Boss uns in den Weg stellen. Aber wir werden sehen. Oh, damn, jetzt wird's krass. Hey, Schönheit. Bereit, die Stadt unsicher zu machen? Verzieht euch, ich habe die Lady zuerst gesehen. Hey, jetzt macht doch mal langsam, Jungs. Euer Enthusiasmus ist ja absolut süß, aber keiner von euch hat das gewisse Etwas, das mein Herz zum Klopfen bringt. Ich brauche einen starken Erfolgstypen, einen erfahrenen Abenteuer, der sich von nichts in Verlegenheit bringen lässt. Können wir ganz kurz... Stopp. Cut. Ich bitte appreciate, dass das Birdo ist einfach. Wie cool ist das denn? Ach, und wie es der Zufall will, höre ich, wir haben einen Promi im Publikum. Er hat einfühlsame Augen, einen buschigen Schnurrbart, definierte Beinmuskeln für weite Sprünge. Komm rauf auf die Bühne, Mario! Dann sehen wir mal, wie du mit diesen Tunichtguten umspringst. Ich bin scared tatsächlich, was mich jetzt erwartet. Aber es ist ja mal mega nice, diese Idee mit diesem Theater. Ich fühl's. Hallöchen, mein großer, starker Latzhosenträger. Wie entzückend, dass du heute dabei bist. Du bist der Verlierer, auf den dieses Vögelchen steht. Gar nicht cool, Bro. Yeah, sehen wir mal wirklich an, was der drauf hat. Tanzen wir! Ha, wie wundervoll! Dabei habe ich noch nicht einmal Geburtstag! Ich möchte euch einen fairen Kampf bieten. Seid nicht allzu gemein zueinander. Kann tanzen. Oh yeah. Okay, ja. Wir müssen die bekämpfen. Welch wundersames Wunder. Irgendwie habe ich das auch erwartet. No way, man kann drüber springen. Damn. Nein. Jawollo. Nein. Nein, ich bin doch gesprungen. Nein. Das ist so dumm, aber irgendwie auch so gut. Nein, über alle drüber... Oh, let's go, der war krass. Du hast also tatsächlich was drauf, Kleiner. Aber jetzt war's auch nur Spaß. Bis jetzt war's nur Spaß. Ja, jetzt kommt nämlich die Keo-Choreografie für Fortgeschrittene. Physik, Einfallswinkel, Ausfallswinkel. No way! Was? Let's go! Last man standing, come on jetzt, komm jetzt her! Der ist hier! Let's go! So muss das, guys! Ausgezeichnet! Oho! Ich wusste, dass du diese Nichtsnutzer an die Wand tanzen würdest, aber oha! Das Mario-Fieber hat mich erwischt und du bist das einzige Heilmittel! Jetzt mal honestly? Wir haben nicht getanzt! Das war nicht tanzen. Komm schon, Mario, jetzt reiß dich zusammen. Das ist doch nur ein Bühnenkuss. Oh, jetzt verstehe ich, du Schauspielerst von den Gefühlen zu sein. Ha, ich liebe Improvisation. Was für ein Pech, mein latzhosiger Held. Trotz all meiner Warnungen hast du Ei im Gesicht. Was bitte? Und nun muss ich die Bühne verlassen. Ciao, Mario. Ich werde nun von unseren nächsten gemeinsamen Vorstellungen träumen. Ist fertig? Das war nicht tanzen. Wir haben mit einem Hammer auf Leute draufgeschlagen. Wenn das als Tanzen gilt, dann werde ich vielleicht doch nochmal Tänzer. Vielleicht überlege ich mir das Ganze nochmal. Boah, ich muss was trinken. Der Toad hat meine Stimme einfach getötet. Tut mir leid, Mario, wir sind in euch fertig. Setz dich wieder hin. Ja, machen wir das doch.
So hätte der Akt nicht enden sollen. Jetzt mal ehrlich, mit Marios fehlendem Schauspieltalent hat sich das gezogen wie Gummi. Irgendwie haben wir hier was mit Gummi und Gummibändern. Wir sind einer heißen Spur auf der Spur. Bin einer heißen Spur auf der Spur. Im nächsten Akt haltet ihr Pappmachos euch besser ran, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Nun erleben wir eine beeindruckende Vorstellung des Bolschi-Balletts. Ich hab Angst. Was bitte ist das? Ich liebe es. Wie gut einfach. Wieso gibt es keine Memes damit? Das hat so, aber auch so heftiges Meme-Potenzial. Ich will vorher speichern. Jetzt mal Real Rap. Come on. Shy Guys mit Tütüs oder Röcken oder wie auch immer das heißt. Das heißt Tütü, das habe ich von SpongeBob gelernt. Als sie so eine ganze Nacht lang in diesem, wie heißt das, diesem neuen Spielzeugladen eingesperrt sind. Da hat er auch ein Tütü an. Was habe ich mir gerade angeguckt? Let's go. Damn, krass. Die machen gut Damage. Nein! Dein Herz, let's go. Bleiben Sie stehen! Ha. Die Musik ballert aber ordentlich. Ich kenne das Sample irgendwoher. Oh, let's go, der war sick. Heavy. Drei auf einmal. Yeeha. Hä, wie cool ist das? Tut mir leid, Wario, setz dich wieder hin. Wir sind immer noch nicht fertig. Mir reicht's. Aber jetzt willst du allen die Show stehen, in der du dich ins Rampenlicht trägst? Du willst also der Star sein? Na gut, komm her und finde heraus, wie hart das Promi-Leben wirklich ist. Es ist soweit. Wir haben das Ende unserer heutigen Premiere erreicht. Die blaue Luftschlange. Ich habe sie zuerst gesehen, die gehört mir. 5-Sekunden-Regel. Die blaue, es heißt 3-Sekunden-Regel. Die blaue Luftschlange, da ist sie ja. Endlich haben wir sie erreicht. Nehmen wir uns doch mal einen Moment Zeit, um allen Darsteller zu applaudieren. Guys. Ich dachte, die sind tot. Schade. Da wird auch noch mal ein bisschen hier applaudiert. Die krassen Shy Guys, die haben mitgemacht. Die dancenden Dancerino Kupos, die waren auch mega sick. Da muss man doch einfach mal einen Applaus geben. Ihr habt mir viel zu viel Damage gemacht, aber es war richtig krass funny. Deswegen dafür auch nochmal Applaus, Guys. Und wenn ihr ein Like da lasst, zeigt ihr somit Applaus für die heutige Folge hier, die so wunderschön von mir hier moderiert wird. Heute ist wieder so ein Tag, keine Ahnung, was mit mir los ist. Und hier kommt der Held der Show. Verbeug dich, Mario. Das ist vielleicht die letzte Chance, in die Nähe der Spule zu kommen. Los, Mario. Speichern. Dem wird es hier nicht umsonst geben. Ihr Kratas, kulturelle Krummpicker, Mario im Rampenlicht, es ist so obszön, losgeknebelte Ovation für den nächsten wahren Star, nämlich mich. Ich glaube, es passiert was. Es ist ein Typ, der aus Gummibändern besteht. Der elastische Entertainer, Gummiband. Woo! Ich hab Angst vor der Musik. Das ist so cursed. Wer bist du denn? Hältst du dich etwa für den Chef hier? Wobei dein Auftritt ja gerade schon ganz schön schick war, das stimmt. Jedenfalls, mein Freund Mario hat dir auf dem Weg her schon 100-mal die Show gestohlen. Frag nur die Leute. Hey! Stopp mal! Dann steckst du hinter der ganzen Theatergeschichte. Warum ist denn jede Vorstellung voller Fallen und fieser Tricks? Hals und Beinbruch? Das sagt man doch nur so. Stell dir mal vor, Mario, wäre wirklich was passiert. Stimmt's nicht, Mario? Schließlich bist du ja nicht aus
Moment mal! Aber du bist aus Gummi! Das heißt, du bist aus 1000 kleinen Gummibändern! Du bist der, der die Toads gefesselt hat! Welch Monolog? War das Impro? Ich bin entzückt! Welch kleines... Was? Kleines? Hast du nicht mal selbst an die Karriere auf der Bühne gedacht? Aber wollen wir den Tag nicht vor dem Abend proben? Jetzt ist erstmal Zeit für eins. Euer... Derniere? Frag mich nicht, wie man das ausspricht. Macht euch bereit, Banausen. Nun küsst ihr die Bretter, die die Welt bedeuten. Oh, das ist schon der Bossfight. Oh, ich bin gar nicht vorbereitet. Ja, gut, also... Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird interessant. Jetzt bekommt ihr die elastische Energie meiner Schnipsgummis zu spüren. Anhand der Animation würde ich sagen, wenn wir da draufstehen, schnippst es uns weg. In Richtung, wie die gedreht sind oder wie? Keine Ahnung. Wir nehmen den Brief auf jeden Fall mit, falls es einen gibt. Da ist einer, hier an meiner Mütze. Ja. Okay, wir laufen nach vorne. Dann, ich weiß nicht genau, was dieses Schnipsen zu bedeuten hat. Wir testen es einfach mal. Boah, eine Double-Aktion wäre krass. Wir tryen, was passiert. Komm, wir müssen es ja auch ausprobieren. Was macht dieses Schnipser? Ich bin verwirrt. Das ändert nicht unsere Richtung. Wir machen mit diesen krassen Stiefeln so Damage. Which is insane. Wie niedlich. War das eure Probe? Erbärmlich. Jetzt zeige ich euch mal wahre Prestige. Der kann sich wieder komplett voll heilen. Okay. Aber wie... Hä? No way. Ich hab geblockt. Sind wir jetzt bewegungsunfähig? Er drückt mir so auf random Basis mit seinem Standardangriff 18 Damage rein. Oh boy, ist das heavy. So, wir steppen da lang. Dann werden wir, ich hab keine Ahnung. Wir steppen darüber, dann werden wir jetzt runtergefeuert, laufen hier lang, machen doppelten Damage, was insane. Ich hab keine Ahnung, wie ich das drehen soll. So. Dann werden wir hier eins runtergeschnipst, taken das, laufen darüber, werden hochgeschnipst, laufen dumm. Auch dumm. Oh, das kann doch nicht sein. Das ist, glaube ich, ganz smart. Rüber, rüber, nein. Doch, so und... Nein, das ist ja auch komplett dumm. Nein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche einen Pfeil, der in die Mitte zeigt. Hä, wieso gibt es denn keinen? Real Talk, es gibt keinen. Alles zurück, wir brauchen Zeit. Es gibt keinen Pfeil, der in die Mitte zeigt. Ich brauche sehr... Ja, komm. Weg mit dem Geld. Wir laufen nach rechts, wir werden runtergeschnipst. Da sind wir hier, laufen nach rechts, sammeln das Doppelte ein. So, dann... Das ist ja so stupid. Wobei, nein, stopp, wir laufen darüber. Wir machen doppelten Damage. Dann nehme ich das hier so und müsste so. Kann auch sein, dass ich komplett Garbage gemacht habe. Ich weiß nicht. Bitte nicht. Ja, ich habe Garbage gemacht, weil wir jetzt schon einen Angriff machen. Nee, machen wir nicht. Boah, ich dachte für 2 Sekunden tot. Heilung. 10, es ist auf jeden Fall etwas, das ist okay. Und jetzt attacken. Wieder mit dem Megasprung. Let's go rein da. Der macht so abnormal viel Damage, das ist so heftig. Kann er sich komplett voll? Ja, kann er. There we go, okay. Ich habe mich zwischendurch nochmal tatsächlich voll gehalten, ein bisschen. Weil ich wäre safe draufgegangen sonst.
greifen. Bam! Das macht nur 16 Damage. Ah, steht für Abwehr. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ich hab maximal Angst vor dem, was noch kommt. Wir müssen einen Einschalter haben. Okay, wir ballern den Einschalter hier hin. So. So, dann werden wir runter, laufen wir nach rechts, sehen wir das, und werden wir nach oben gebounced, laufen darüber und dann ist vorbei. Schlecht. Wir haben wieder nichts, was in die Mitte zeigt, gell? Ja. Wir laufen nach oben, nehmen die Zweier hier mit, dann geht's hier lang, geht's nach unten auf den Einschalter, es geht weiter nach rechts. Brief, dann gehen wir hier rüber, ja, würde ich hier tatsächlich eine Attacke hinten... Hatten wir nur noch einen Zug? No way, ich werde sterben einfach. Och, Bro. Das ist so stupid. Okay, wir sind diesmal, glaube ich, ein bisschen näher dran als vorher. Was nicht heißt, dass es besser sein wird. Ja. Komm, weiter, weiter. 24 Damage. Das ist mittelmäßig, würde ich sagen. Ich habe einfach nur die Sorge, dass das, also... dass ich vorher sterben werde. Ich habe mich voll geheilt. Die Pilze, bei denen drei steht, sie heilen 30 KP, heilen sich heilen euch komplett voll. Und dementsprechend habe ich einen Pilz komplett verschwendet. Also ich durfte zwei Züge machen, habe zwei Pilze genommen, die 30 füllen, aber die füllen beide maximal auf. War stupid. So, nach oben, dann laufen wir nach unten. Wir brauchen natürlich mal wieder einen Einschalter. Dann laufen wir zurück, werden nochmal runtergeschnipst und gehen dann... Nochmal eins runter. Boah, das ist so smart. Bitte. Was steht da? Lauf nah an die Gegner ran, ehe du die Faltarme einsetzt. Zieh den gegriffenen Bänder zu weit zurück und lass sie dann schnalzen. Das hatte ich vor. Richtungswechsel. Und zweimal. Was? Hä? Hallo? Ich möchte bitte eine Erklärung. Geist, falls ihr wisst, was da jetzt gerade los war. Erklärung in die Kommentare. Ja, es ist so dumm. Es ist komplett lächerlich. Es ist komplett lächerlich. Komplett. So, dann halt nochmal das Gleiche. So. Dann wie nach rechts. Eins runter nach rechts. Dann das Herz. Und dann hier landen wir. Okay? Wenn jetzt wieder irgendwas auf dem Weg passiert, dann ist aber jetzt auch Skip direkt. Dankeschön. Was war das gerade eben? Das war mega unfair. Ah, oh, let's go. 24 Damage. Er ist einfach nur noch ein Gummiband. Sogar mit dem Symbol von König Olli drauf. Schau mal, wie das Band wagend und wabbelt. Irgendwie voll eklig und schwer zu greifen. Ihr Vandalen, meine Blöße und das mitten im Rampenlicht. Ihr habt mich zum Alleinunterhalter degradiert. Was? Ich bin beim nächsten Mal tot, wenn er das nochmal macht. Okay, jetzt nochmal voll konzentrieren, Guys. Ist es dann der letzte Schlag sozusagen? Boy. Was? Ich hab doch! So ein Scammer. Ist er down? Ja, komm, weg mit dir. Das ist der, also, der letzte Scam der Welt. Also jetzt mal Real Talk, wir wurden gescammt, als unser Weg einfach mittendrin abgebrochen wurde. Wir wurden jetzt gescammt, dass er einfach so hin und her wankt. Also, ist ja eine Frechheit. Ach und weh, Mario, du Schurke, wie konntest du nur? Oh schlechte Welt, oh Grausamkeit, oh triste Ungerechtigkeit. Musen, lauschet, wer hier spricht. Hört ihr denn mein Klage nicht? Ach, es dünkelt mir die Sicht. Erlischet nun mein Bühnenlicht. Bloß wegen diesem frechen Wicht, der Gummis zupfend feige ficht. O Zeiten voller Niedertracht, so war sie dies, die letzte Schlacht. Adieu, denn nun ist Schicht im Schacht. Also... auf einer theaterlichen Ebene auf jeden Fall cool. Ich mag den Dude auf jeden Fall. Er ist sympathisch.
Man kann sich mehr als nur unterhalten. Auch wenn der Bossfight jetzt ein bisschen scammy war, auf jeden Fall, was das mit diesem Laufweg betrifft. Aber es hat es ja nicht davon aufgehalten, zu gewinnen. So, let's go. Mama! Hui! Ja, Mario! Hoho! Haha! Hehehe! Bitte, wir seit 50 Minuten in der Aufnahme. Ich werde euch die Hälfte eh wieder rausschneiden. Spaßig. Kann ich bitte da hoch jetzt? Du hast es geschafft, Mario. Jetzt müssen wir nur noch die Luftschlange lösen. Ja. Eins, zwei, drei, Shazam. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Jetzt müsste doch der Toad unten in der City auch weiterfahren können zur gelben Luftschlange. War es die gelbe oder war es die grüne? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ah, ich weiß wirklich nicht. Wir sehen's ja dann so. Armin, wir sehen's dann. Glückwunsch, blaue Luftschlange gelöst. Yeehaw! Schnipsellimit ebenfalls mal wieder erhöht. Let's go weird. Auf jeden Fall. Hurra, auf Nimmerwiedersehen, blaue Luftschlange. Gut, Mario, jetzt geht's zurück in die erste Etage. Also nimm bitte wieder Platz. Glaub mir, ist besser so. Ja, Guys, aber das Ganze sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Abo und Like lassen und checkt dieses Video auf. Da gibt es ganz krasse Gaming-Fakten, die ich euch vorgestellt habe. Gönnt euch.